Ah, da kommt die klassische Musik her. Ach du Scheiße. Boah. Und jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben ja beim letzten Mal aufgehört. Es ist ja, also der letzte Stream war purer Stress, wirklich von vorne bis hinten. Es gab eigentlich gar keine Ruhephase mehr. Und ich habe auch nicht in einer Ruhephase aufgehört. Der komische, dicke Typ, der auf dem Cover drauf ist, ist schon zum x-ten Mal wieder hinter mir her und rennt jetzt irgendwo da rum. So, und ich werde mich jetzt bereit machen. Also ich bin jetzt mitten auch wieder in einer Stressszene, weil dieser Typ wieder hinter mir her ist. Und das ist so ein One-Hit-Kill-Freak. So, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und das ist überhaupt nicht schön, weil es gibt ja noch diese anderen Gegner, die hinter einem her sind, die einem zumindest mal irgendwie einen Baseballschläger auf den Kopf hauen können und man kann trotzdem noch fliehen. Aber der Typ, sobald der mich hat, ist vorbei. So, gehen wir mal direkt ins Spiel. Da sind wir. Fortfahren. Ich hoffe, der Spielesound und der Menschensound, also in dem Fall der Menschensound aus meinem Mund, sind gut miteinander im Einklang. Ich habe das jetzt nämlich... Okay, ja, Castlevania kann man durchaus nebenher spielen. Mit Outlast kann man Castlevania vielleicht noch ein bisschen gruseliger machen. Welches Castlevania ist es denn? Castlevania 1 auf dem NES? Oder ist es ein anderes Castlevania, das du spielst? Weil das wäre dann natürlich die Frage. So heutzutage, wir sind ja so abgehärtet durch die heutige Popkultur, gerade was Horror angeht. Da können ja 8-Bit-Spiele einem kaum noch irgendwas... Wir können kaum den Puls erhöhen. Ne? Ist ja manchmal schwierig. Was wir da heutzutage alles zu sehen bekommen... So, jetzt muss ich erstmal wieder schauen, wo muss ich eigentlich hin? Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Ja, das versuche ich ja schon seit Stunden, den Typen zu finden. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Ach, guck mal, da hinten, da geht doch schon wieder... Da ist doch der dicke Mann. Ist aber woanders hingegangen. Jetzt muss ich erstmal... Oh, er hat mich gesehen. Ja. Oh, das wollte ich eigentlich nicht machen. Mal gucken, wo er... Oh, er kommt dahin. Kann ich ihn hier davonlaufen? Oh, habe ich die Tür jetzt... Ach, ich Idiot. Shit, ey. Ich habe die Tür... ich war noch draußen. Das ist manchmal mit der Steuerung ein bisschen schwierig. So, was schreibt mir der liebe Fabian da? Wieder der erste Teil... Playthrough mit 15 Minuten, ey. Du hast bei Dracula versagt, ja? Beim Cookie Monster? Ich gehe mal hier nach rechts, mal gucken, ob ich da vielleicht abdriften kann. Lass mal gucken, wo ich hin muss. Wie viele Batterien? Ah, batterietechnisch bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt gerade. Ich glaube, ich habe das erste Castlevania noch nie durchgespielt. Ich habe schon mal, wie heißt das auf dem Mega Drive? Bloodlines, ne? Das habe ich schon mal. Ach ja, das haben wir zusammen sogar mal durchgespielt. Und Castlevania 4 auf dem Super Nintendo. Das habe ich auch schon mal durchgespielt. Okay. Ich bin ja hier gerade im Schatten. Ich habe gerade so ein bisschen die Hoffnung, dass der Typ da gleich einfach vorbeigeht und ich rechts an ihm vorbeischleichen kann. Oh, ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Also ich muss jetzt allerdings hoffen, dass er wirklich weitergeht. Weil wenn er hier in Gang kommt, bin ich in der Sackgasse. Und dann bin ich im Sack. Da, ich höre Schritte. Und atmen. Oh nein, er kommt hier rein. Bleib da stehen, bitte bleib da stehen. Oh, Gott sei Dank. Er geht nach rechts. Ich habe gehofft, er geht nach links und guckt jetzt sich den Raum da vorne jetzt an. Ich hasse das, wenn die Monstren in die Richtung gehen, in die ich auch will.
ist er denn? Da ist er. Okay, hier brauche ich die Nachtsichtfunktion ehrlich gesagt noch nicht. Okay, geht nach links. Ich weiß tatsächlich überhaupt nicht, wo ich hin muss. Ach nee, kommt jetzt wieder auf mich? Nee, er geht nach rechts. Okay, wie er da so schön durch die Gegend schlendert. Oh, er ist ganz nah. Ach scheiße, er kommt da jetzt, ja, er kommt jetzt wieder raus, ne? Ja, fuck. Also, jetzt sieht er mich, oder? Der hat mich immer noch nicht gesehen, ey. Ich weiß nicht, ob ich jemals Outlast durchgezockt haben werde. Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Das war's. Nein. Er reißt mir einmal die Kehle raus, ey. Oh. Ja, also wenn es so weitergeht, werde ich nicht behaupten können, dass ich Outlast mal durchgespielt habe. Ich hätte nie... in den Raum da reingehen sollen. Scheiße, ey. Hier kann ich auch nirgendwo weiter, ne? Okay. Da ist er. Scheiße. Muss tatsächlich doch gleich einmal wieder da rein, ey. Shit. Kommt der schon zu meinem Raum oder geht er? Ja. Jetzt muss ich. Oh, hoffentlich kommt er da rein, weil da kann ich. Ja, sehr gut. Jetzt versuche ich mal. Ah, da vorne ist er. Dann kann ich jetzt zumindest einmal versuchen, in den nächsten Raum zu kommen. Bitte, brauch noch ein bisschen, ey. Ich bin zu langsam gerade. Nein, ich bin schon wieder draußen geblieben, ey. Oh Gott, jetzt bin ich unter dem Tisch. Ob er mich hier sehen kann? Das ist ein merkwürdiger Raum, in dem ich hier bin. Okay, er ist weitergegangen. Aber das hier ist natürlich eine Sackgasse für mich. Shit, ey. Hier ist auch irgendwas passiert, ne? Was ist das denn für ein Fernsehabend gewesen hier? Aber bestimmt Fußball. Dortmund gegen Schalke. Ach, hör auf, der ist tatsächlich wieder da. Das ist ja wundervoll. Ich gehe jetzt mal. Mal gucken, ob ich... hier raus kann. Ne. Shit. Mach das Ding hier aus. Ach du Scheiße. Ist nichts, auch nichts, wo ich mich verstecken kann. Oh fuck. Wäre ich mal da reingegangen. Ins Klo, ey. Er sieht mich doch hier bestimmt. Ey, ah, hier hinter kann ich mich verstecken. So. Hier sieht er mich nicht. Ja. Bei Litter-Cocktailen, da wird es sich wahrscheinlich auch um Qualitätscocktails gehandelt haben, oder? Wo ist er denn jetzt? Ah, jetzt höre ich das Gerassel. Hast du dich dann auch hier hinter einem Sessel versteckt? Ich... Das ist so ätzend. Ich weiß nie, ob er auf mich zukommt. Oh, jetzt ist er ganz nah. Jetzt kommt er auf jeden Fall auf mich zu.
Jetzt ist er da. Zoom mal dran. Na, sehen kann ich ihn nicht. Kommt er jetzt? Moment, ist er jetzt auf das Klo gegenüber gegangen oder geht er wieder zurück in die andere Richtung? Ah, guck mal. Ha, okay, mal gucken, ob es jetzt hier irgendeinen Durchgang gibt. Es gab ja schon ein paar Stellen, wo ich durch die, durch die Decke fliegen konnte, wenn dann irgendwie ein Schacht oder sowas da war. Oh, scheiße. Scheint hier aber nicht der Fall zu sein. Ach, fuck, jetzt weiß ich... Oh, wo müssen wir jetzt schon wieder hin? Guck mal, was hier ist. Ne, da ist nix. Hallo? Möchtest du auch sehen, wie ich mir in die Hose scheiße und hier kläglich versage? Hier, ich sollte mich hier übergeben. Ah, ich mach mal das Nachtsicht lieber aus, wenn ich hier über dem Klo hänge. Ich werde gerade von einem dicken Mann verfolgt, der mich schon ein paar Mal verfolgt hat. Und er möchte mich gerne umbringen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht warum, weil ich mich für äußerst sympathisch halte. Ah, Mist, der kommt wieder in meine Richtung. Lass mich wieder einmal aufs... Also ich habe noch nicht gecheckt, wo ich lang muss, ehrlich gesagt. Gott, ich sehe überhaupt nichts, ey. Geht er wieder zurück? Der hat doch gerade wieder irgendeine Tür eingetreten, oder? Der alte Halunke. Hat er mir irgendeinen Weg freigemacht? Wo ist er denn jetzt? Kann ich da... Nee, da kann ich auch nicht durch. Alles dicht. Die Tür da ist dicht. Oh, jetzt kommt er auf mich zu, ne? Ja, scheiße. Ja, fuck it, ey. Ah ja, jetzt bin ich im Klo. Sehr gut. So kann ich zumindest ungefähr was erkennen. Ich muss jetzt hier auch aufpassen, dass ich meine Batterien nicht wieder komplett durchballere. Oh, da ist er. Warum geht der eigentlich immer hin und her? Müsste er nicht mal langsam auf die Idee gekommen sein, dass ich abgehauen bin und woanders suchen? Was stimmt mit dem Typen nicht? Wo zum Teufel muss ich hin? Hier ist definitiv auch nichts. Oder habe ich hier... Ah, fuck, Moment mal. Muss ich da hoch? Da muss ich hoch. Na, kommt der da nicht hoch oder was? Mach mal die Kamera weg. Hm, da komme ich nicht hin. Kann ich den Stuhl hier schieben? Angehen, ey. Aber das da sieht doch aus wie eine Öffnung. Oh, fuck, der ist schon wieder ganz nah. Ja, jetzt höre ich ihn. Fuck, er ist hier drin. Er ist hier drin. Oh, er ist wieder rausgegangen. Jetzt drüben in der Toilette nach oder ist er wieder gegangen? Geht wieder, okay. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Das sieht doch so aus, als ob ich da hin könnte, oder? Nee, das ist auch zu. Ah. Verdammt. Guck mal, aber das wird doch hier mein Weg raus sein, oder? Ich muss jetzt einmal die Batterie wechseln, dann sehe ich nichts. Ja, ich muss hinter ihm her. Aus der Richtung bin ich leider gekommen. Das ist das Problem.
bin ja schon hinter ihm her und habe mich ja schon hier auf diese Seite gekämpft. Und jetzt stecke ich hier fest und weiß nicht, wo ich hin muss. Verbraucht meine Batterien die ganze Zeit. Und hier ist definitiv auch nichts. Ich verstecke mich jetzt hinter der Tür. Guck mal hier raus. Hallo? Hallo? Dicker Mann? Wo ist er denn jetzt? Vorne ist halt auch noch ein Raum. Ich weiß nicht, ob er da reingegangen ist. Ist halt sehr tückisch, weil sobald er mich hat, bin ich Geschichte. Da ist er. Da links rein, wo er jetzt hergekommen ist. Da könnte ich es mal versuchen. Aber da muss ich immer wirklich hinterher. Um Gottes Willen, ey. Ob ich wirklich so 2 Meter hinter ihm schleichen kann, ohne dass er mich bemerkt? Das wird sich gleich herausstellen. Oh, er hat mich! Okay. Da ist er. Esse ich mal schnell eine Tomate auf den Schock, ey. Mist. So. Da vorne ist er. Da kann er mich nicht sehen. Oh, er hat mich schon. Das ist schlecht, das ist schlecht. Gucken, ob ich hier an ihm vorbeilaufen kann. Vielleicht sieht er mich ja auch jetzt nicht und denkt so, ah, da kann er nicht reingelaufen sein. Er hat zwar gesehen, wie ich hier hingegangen bin. Oh Scheiße, er kommt tatsächlich hier rein. Ne, da kann er nicht sein. Unmöglich. Oh, ich sollte mich vielleicht noch nicht bewegen. Mann, sieht der fies aus. Ne, da ist er nicht. Eindeutig, sagt er. So, hier ist auf jeden Fall auch alles zu. Nochmal, ey. So, wo geht er jetzt hin? Ist er da hinten, wo ich die gerade die ganze Zeit war? Jetzt ist er aufs Klo gegangen, auch schön. Das kann ich hier gar nicht öffnen. Hier ist noch eine Tür. Hier war ich noch nicht drin. Die hat er doch gerade einmal aufgetreten und ist da reingelatscht. Ja, ich kann es auch nicht öffnen. Doch, ich kann es doch öffnen. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier irgendwo ein Weg raus ist. Gucken, ob er jetzt gleich hier reinkommt, weil dann habe ich schon wieder ein Problem. Geht hier der Schacht irgendwo hoch? Nee, ne? Gucken, ob ich durchs Fenster raus kann. Er will hier rein, er will hier rein. Alter Schwede, ey. Ja, stellt euch mal vor, sowas passiert euch in Wirklichkeit. Und ihr seid hier in diesem Raum und der Typ ist da mit euch im Raum. Boah, würde ich mir in die Hose machen, ey. Aber hier ist auch nix. Hier, kann ich vielleicht irgendwie ihn draußen erreichen? Ich verstecke mich aber die ganze Zeit hier auf den Tisch und heule. So, irgendeiner der Räume muss ja der richtige sein. Ja, aber diese Staubsaugervertreter, die geben auch nie Ruhe, ne? Die treten ja im schlimmsten Fall einfach die Tür ein. Andererseits, wenn ich mich hier so umgucke, ich glaube, hier braucht man auch einen Staubsauger. Würde ich jedenfalls vermuten.
So, was ich jetzt aber brauche, ist den richtigen Weg hier raus. Jetzt muss ich mich erstmal wieder was trauen. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hier da vorne in der Ecke bleiben. Obwohl ich es gerne würde. Da kommt er, okay. Muss ich mich aber einmal wieder hier hinterm Aktenschrank verstecken, falls er hier reinkommt. Dann sieht er mich nämlich. Gott, jetzt sehe ich gar nichts. Ist er vorbeigegangen? Habt ihr es gesehen? Batterie wechseln, ja? So, hier war ich auch gerade schon. Ah, da, hier kann ich bestimmt hoch. Jetzt sehe ich das erst. Boah, wenn er jetzt hier... Boah, bitte geh vorbei. Bitte komm nicht hier rein, guck unter den Tisch. Ich glaube, wenn ich hier auf den Tisch gehe, kann ich da oben in den Schacht rein. Aber ich muss einmal warten, bis er vorbeigegangen ist. Dann kann ich die scheiß Tür nochmal zuknallen. Das hört er ja zum Glück nicht. Da ist er. Sehr gut. So, wir wollen jetzt hier kein Risiko eingehen. So, hat er das gehört jetzt? Nee, ne? Will er nicht. Oh, scheiße. Ich will kein Risiko eingehen. Ja, okay, alles klar. Das war nicht so clever. Na gut. Aber ich weiß jetzt, glaube ich, wo ich hin muss. Und zwar in diesen Raum. So ohne Kehle lebt es sich auch gar nicht so gut, ne? So, ich gehe jetzt erstmal ein paar Schritte. Da ist er. Die Tür ist es nämlich noch nicht. Die da vorne, die hier. Da muss ich hin. Jetzt gehe ich erst... Oh, geil. Hier sieht er mich ja wieder nicht. Ich hoffe, dass es wieder so ist. Es ist vollkommen unmöglich, dass ich hier gerade in diese Abzweigung reingelaufen bin. Wo ist er denn? Jetzt lass mich doch endlich mal da zu meinem Ausweg, Junge. Da ist er. Okay. Jetzt komm, jetzt mach bloß nichts anderes als sonst. Okay, es heißt noch gar nichts. Manchmal dreht er sich um und kommt trotzdem nochmal hier rein. So, alles klar. Dann gehe ich ihm jetzt mal schön hinterher. Erstmal wieder zurückzoomen. Sonst habe ich hier ein etwas verfälschtes Bild von dem Raum, in dem ich mich bewege. Nö, nö. Ich hasse diesen Typen echt. Ja, alles klar. Jetzt da hoch. So, in welche Richtung? Da sieht schlecht aus. Hier lang. Oh, da ist schon jemand anderes. Der hat aber länger gewartet, wie es aussieht. Da ist der dicke Typ scheinbar nicht mehr abgehauen. Geh mal da hin und gucken. Der Kopf sieht auch irgendwie aus, als wäre er nicht so auf dem Körper angebracht, wie sich das gehört. Naja, okay. Dann muss ich da vorne nach links. Hört er mich hier eigentlich? Da. Dum, 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 dum. Sind sie überhaupt nicht laut im Luftschacht? Ach, hier, guck mal da. Das ist doch mal eine Situation, wo einem eine Spinne wirklich überhaupt nichts ausmacht. Ne? Ich glaube, selbst Arachnophobiker würden in dieser Situation sagen... Ja, passt schon. Aber jetzt muss ich mal kurz warten, ob der... Ob er da sagt, Junge, ich trete die Tür hier nochmal ein. Ja, sagt er nicht. Davon ist eine... Akte, die ich noch nicht gesehen habe. Das ist bestimmt dieser Raum, in dem ich gerade bin, der von außen zugenagelt ist.
Jetzt holen wir uns erstmal die Akte. So. Eieieiei. So, gucken wir mal, was hier in dem Dokument so drin steht. Billys Träume. Betreff Patient William Hope. Hey Cindy, er hatte eine weitere interessante Unterhaltung mit Billy heute Morgen. Er sagte, dass er erneut mit Dr. Wernick, das ist der Typ, der mir die Finger abgeschnitten hat, über seine Therapie am Weißen Ort gesprochen hat. Ich bin beunruhigt, dass sich seine Ängste durch die Medikamente nur noch verschlimmert haben, was aber nicht in der Beschreibung von Benzodiazepin steht. Jedenfalls scheint sein toter Doktorfreund seinen Kopf mit noch mehr deutscher Folkloristik zu füllen. Anscheinend können nur vampirähnliche Falter den Wallrider töten. Die von einem Dämon namens Horachi, würde ich sagen, ausgespuckt werden. Die Falter saugen den Atem von den Lippen der Menschen und trinken Blut aus ihren Brustwarzen. Sie können auch die Gestalt von abgemagerten, aufrecht laufenden Schweinen oder kranken Hunden annehmen. Das behauptet Billy jedenfalls. Du hast erzählt, dass Billy schon mal die Tattoos seiner Mutter erwähnt hat. Waren das zufällig Schmetterlinge? Wenn ich mich das nächste Mal außerhalb von Murkoffs Firewall befinde, werde ich online nachsehen, ob ich irgendwas von den deutschen Legenden finden kann und ob sich Billy diesen ganzen Kram nur ausgedacht hat. Ich würde sehr gerne einmal die Notizen vergleichen, gerne auch bei einem Glas Wein. Ja, das ist ja, das ist die beste Anmache, die ich jemals gesehen habe. Hey Cindy, hast du diesen Verrückten gesehen, der von den Tattoos seiner Mutter spricht und sagt, dass der komische Geist nur von Vampirfaltern besiegt werden kann? Wollen wir das bei einem Wein etwas thematisieren und... Ja, genau, die Tür ist zu, das ist die zugenagelt ist. Und vielleicht etwas intensivieren. Boah, ey, warum bin ich noch nie darauf gekommen? Kann ich hier hoch und das Fenster aufmachen? Nein. Habe ich da oben irgendeinen Weg übersehen hier? Also hier ist ja eine Sackgasse. Cindy, ey. Cindy. So, das ist hier. Hier kam ich rein. Ich muss jetzt hier mal alles absuchen. Ich muss mal kurz gucken, ob ich bei dem Leichnam da vorne vielleicht irgendwas übersehen habe. Oder ob es hier nach links oder nach oben noch geht. Ach, Moment, guck mal. Hier war ich, aber da geht's nochmal nach rechts. Ha! Nee, ach, verdammt nochmal, hier geht's doch nicht nach rechts. Da kriegst du Metal Gear Vibes. So, das ist der Raum, wo ich auch schon drin war. Da geht der dicke Mann da übrigens wieder. Kann ich den hier nicht bei... Aha, ja, ich muss ihn tatsächlich beiseite schieben. Ob das der Typ ist, der das Dokument geschrieben hat, der gerne mal mit Cindy ausgehen wollte? Cindy steht aber nicht so auf plattgemachte, blutige Leichen, hat sie gesagt. Hier ist zu bestimmt, ne? Nein, das ist nicht zu. Ich will da aber nicht lang. Lieber da. Ah, da komme ich aber nicht. Ah, das ist, wo ich ganz am Anfang war. Wo ich quasi reingekommen bin. Hier muss ich bestimmt auch nicht hin, ne? Ich guck mich trotzdem einmal um. Vielleicht finde ich hier noch eine Batterie oder so. Ne, die Tür ist zu, alles klar. Cindy steht aber nicht auf Tote, ja, die Cindy. Ich frage mich, wie du bei so einem Spiel Metal Gear Vibes kriegen kannst. Nur durch so einen Schacht. Gut, dann gehen wir da lang. Junge, ich werde Cindy von dir grüßen, wenn ich sie sehe. So, ich muss doch bestimmt... Okay?
Du musst wieder nach oben. Du musst helfen. Okay, also ich komme hier nicht rein in den zweiten Stock, weil ich suche hier den Priester. Chapel, Floor 2. Und ja, was haben wir hier natürlich für ein Problem? Alles zu. Also hat er mir gesagt, dass ich einen Schlüssel finden kann. Okay, wo ist denn das Theater? Lobby, Lobby, Creation Hall. Muss ich da runter oder dadurch? Hallo Felix, danke für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Ich bin immer froh, wenn mehr Menschen hier sind. Ich fürchte mich nämlich etwas. Vor allem, wenn ich wieder nicht weiß, wo ich hin muss. So, was ist denn hier? Recreation Hall, das hört sich auch nicht richtig an. Sir, können Sie mir sagen, wo ich das Theater finde? Oh, ich muss erstmal hier Batterie wieder austauschen. Wie viele Batterien habe ich denn jetzt noch? 3, okay. Aber hier gibt es den nächsten. Au, oh, da muss ich lang, wie es aussieht. Ah, das sieht aus, als wäre es tot, oder? Das Gas? Oder Dampf? Was ist das da? Naja. Vielleicht gruselst du dich dann weniger, wenn wenn ich derjenige bin, der spielen muss. Ah, da ist eine Batterie. Ich gehe jetzt mal kurz da runter und nehme die. Sir, kann ich da durchgehen? Wissen Sie das? Hilft mir nicht. Ich guck mal, ob ich da durch kann oder ob ich jetzt hier sterbe. Ah ne, war jetzt auch nicht so schlimm. Okay. Manchmal hat man so Paranoia, ne? Man sieht irgendwelche Obstacles in einem Spiel und denkt, ah, da kann ich nicht lang gehen. Das ist bestimmt dafür gedacht, dass der Charakter, den ich steuere, stirbt. Aber in Wirklichkeit kann ich doch durch. Gut, dann gehen wir mal zur Leiter. Ach, falsch rum. Und wir haben das typische, klassische Musik-Horror-Klischee. Wo läuft, kommt denn diese Musik wohl her, sagt mal. Ist hier noch irgendwas? Nö, ist nix. Ach, jetzt muss ich hier wieder rumbalancieren. Aber alles schön mit der Kamera. Der Reporter weiß, wo die Prioritäten liegen. Ich nehme die trotzdem einmal kurz runter. Ach Quatsch, brauche ich nicht. Ich habe schon 3,5 Stunden gefilmtes Material. Hier kann ich doch jetzt runtergehen, oder? Geh runter. So. So, hier ist alles dicht. Da kann ich mich verstecken. Ah, da kommt die klassische Musik her. Das war ziemlich krass, muss ich sagen. Es gibt Dinge, die ich in meinem realen Leben nicht sehen wollen würde. Und das zählt definitiv dazu. Ach, herrje. Muss ich aber aufpassen. Es ist die Frage, ob das jetzt nur so ein kurzer Schockmoment war oder ob der Typ jetzt wirklich so angepisst ist, dass ich ihm beim Klavierspielen gestört habe, dass er jetzt sagt, ah, mal gucken, wo denn mein Küchenmesser rumliegt. Ja, das mit dem Speicherraum und dem der klassischen Musik. Falsches Franchise. Außerdem habe ich gerade keine Farbbänder dabei. Ach da, ach du Scheiße, Leute, ey. Aber das sieht nicht gut aus. Ich werde den Typen jetzt gleich bestimmt treffen, der da rumgeklimpert hat. Dann gehe ich mal hier runter, so. Huch! Der will mich bestimmt umbringen. Ich glaube, der fand das richtig scheiße. Was der so gar nicht mag, ist Publikum. Ah, hier ist die... Okay, hier ist die Vorstellung. Was hat er gesagt, wo der Schlüssel liegt? Hinter der Leinwand? Da müsste ich doch, warte mal, müsste ich... Ja, ist ja Quatsch, da müsste ich ja hier wieder hoch, ne? Oh, was eh nicht geht.
Ach, hinter dem Projektor wahrscheinlich, ne? Gehen wir mal dahin. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Okay. Es gibt bestimmt Leute, die hätten sich jetzt in die Hose gemacht. Ah, schade, dass man nur den Ton hat. Ich muss sagen, das ist eine der geilsten Stellen, die ich jemals in einem Horrorspiel gesehen habe. Das ist richtig cool. Musst du nicht in die Hose machen. Ich bin doch da. Da muss ich hin, ne? Ich guck noch mal eben, ob hier vielleicht eine Batterie noch rumliegt. Ich kann ja noch welche tragen. Oh Gott, was ist hier eigentlich passiert? Was haben die für einen Film geguckt? Wir haben den neuen Avatar gesehen, bestimmt. Ja, hier ist nichts mehr. Ja, ich habe auch gehört, Luigi's Mansion ist richtig krass. Oder? Ich möchte unbedingt durch diese Tür hindurch. Die Verbindung ist tot. So wie ich schon das ein oder andere Mal. Dann gucken wir mal hier rein. Ich muss mich jetzt immer auf einen Jumpscare gefasst machen. Hier ist doch bestimmt irgendwo der Musiker, der Musikus. Wer hat das gesagt? Wir gleich da hoch müssen wahrscheinlich. Der Projektor war ja oben. Ich guck mich aber trotzdem einmal hier um. Oh, noch eine schöne neue Akte. Was ist denn hier? Ach, eine Glühbirne, die brauchen wir nicht. Gucken wir uns mal die nächste Akte hier an. Oh, was ist hier eigentlich denn? Was ist denn hier mit dem Blick los? Ist ja alles vernebelt. So. Was haben wir denn hier? Nekrotisierende wasch dir schön regelmäßig die Hände. Am 19. September um 4.19 Uhr. Grant schrieb. Nekrotisierende Fasciitis. Wirklich? Verdammt, ich kündige. Sehr interessant, okay. Gut, da können wir nicht lang. Dann gehe ich mal zur Treppe. Aber kann ich es mir noch anders überlegen? Was ist denn hier los? Achso, das ist ja der Raum, wo ich gerade war. Der Film läuft sogar immer noch. Ah, fuck it, ey. Wechsel mal eben schnell die Batterie. Oh je. Gucken wir mal, ob ich hier durch kann. Das war so klar. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so willkommen hier. Ich spüre diese ablehnenden Vibes. Bestimmt der Klavierspieler von gerade. Da liegt noch was. Das ist eine Batterie. Ich hätte gerne direkt diesen Schlüssel gefunden. Damit ich in die Kapelle kann. Ja, das ist noch eine Batterie. Na gut, die schaden ja nie, ne? Weil ohne Nachtsicht ist man in einem Spiel auf jeden Fall absolut aufgeschmissen. Oh, da ist der Schlüssel. Das sieht mir zu leicht aus. Also, ich muss durch diese Tür. Erstmal ist natürlich die Frage, die Tür ist offen, weil ich das X wird mir nur angezeigt, wenn ich die Tür öffnen kann. Aber werde ich danach direkt fliehen müssen, weil jemand durch diese Tür hindurchkommt.
Ich muss mich auf jeden Fall auf alles gefasst. Ey! Okay, ich muss mir einen anderen Weg suchen. Das wäre ja auch wieder echt fies, ey. So, wer hat sich erschreckt? Gibt's zu. Aber da kann ich nicht lang. So, gucken wir mal ganz kurz. Ich muss mir mal kurz da reinschauen. Da drin ist auch kein Schacht, durch den ich hindurch kann. Ah, ich muss mal schauen, ob ich... Ach, verdammt nochmal, da so nah und doch so fern, ey. Ah, okay. Ob jetzt vielleicht der Raum da vorne, der gerade zu war. Ja. Okay, der Typ flieht vor mir. Das ist mal was Neues. Ja, genau. Ich suche mir... Genau, ich suche ein kleiner... Oh, das wäre so witzig, das zu machen. Mit vielleicht finde ich auch irgendwo eine Krähe, die ich dressieren kann, den Kleiderbügel zu nehmen und mir damit den Schlüssel zu bringen. Es gibt doch Krähen, die sich schon Futter da, mit sowas geholt haben. Die sind doch so klug. Gefällt mir. Aber ich habe natürlich keine, die mir... Oh, jetzt muss ich darüber springen, ja. Okay. Ja, ich frage mich, was wohl hier auf diesem Film drauf sein dürfte. Oh, das sieht aus, als ob da viele Fäkalien drauf sind. Warum ist die Tür jetzt offen? Er ist doch gerade durch die Tür da hinten durch. Naja, was soll's. Nehmen wir uns erstmal den Schlüssel. Ach, ich springe jetzt einfach vor Freude, dass der Schlüssel vor mir liegt. Gehe ich jetzt wieder... Ich traue mich nicht so richtig hier lang zu gehen. Wie der Typ in diese beschissene Situation gekommen ist. Ich bin Reporter. Und diese Irrenanstalt, in der ich mich befinde, die wird von einer dubiosen Firma betrieben, die eigentlich eher sowas ist wie... wie Nestle. Die beuten eigentlich eher andere Länder aus und haben da irgendwelche Dinge, die überhaupt nichts mit dem hier zu tun haben. Und natürlich ist er hellhörig geworden, warum eine Firma wie diese überhaupt eine Irrenanstalt kaufen, also das restaurieren und leiten sollte. Und er hat einen anonymen Tipp von jemandem bekommen, der hier gearbeitet hat. Den habe ich allerdings nie getroffen. Der hat mir nur eine E-Mail zukommen lassen mit Daten. Das ist halt direkt der Anfang ist schon, dass ich hier vor dem Eingang der Irrenanstalt bin. Und der hat eben gesagt, dass hier dubiose, verrückte Dinge vor sich gehen. Und ich, das ist die Story, die ich haben wollte. Oder der Charakter, den ich spiele. Da er Reporter ist. Und wir wissen, Reporter... Oh nein. Oh fuck. Oh nein, nicht der dicke Mann wieder, ey. Scheiße, ey. Warum kann es nicht mal einfach sein? Versteck mich jetzt mal hier. Ja, und so ist dieser Mensch in diese Situation gekommen. Aber ich habe bisher nur zwei Finger verloren. Den rechten Zeigefinger und den linken Ringfinger, wenn ich mich richtig erinnere. Also da gibt's Schlimmeres. Hauptsache ich kriege die Story. Genau, das Ganze eskaliert. Es ist niemand an der Rezeption und ich suche mir über ein Gelände einen Weg in den ersten Stock, wo ein offenes Fenster war. Und dann eskaliert es sogar sehr schnell. Moment, jetzt muss ich einmal kurz einmal zuhören. Ob der Typ hier gerade lang geht? Ne, ich glaube, die Luft ist rein. Gucken wir mal. Jetzt muss ich wieder schleichen, ey. Scheiße. Ja, und dieses Flimmern und da der Bruch im letzten Stream ist die Kamera einmal zu Boden gefallen. Oh, fuck. Steht ein Typ mit dem Hackeball rum. Kann ich hier raus? Das ist doch bestimmt der Weg, den ich gehen muss, oder?
gehe mal da hoch. Da vorne sieht es zu aus. Puh. Das kam mir jetzt auch schon wieder zu einfach vor. Ich will einmal kurz hier reingehen und gucken. Ich bin Reporter, ich bin neugierig. Es können überall noch Dokumente rumliegen. Und außerdem Batterien. Die zum Glück, die werden übrigens nur verbraucht, wenn ich die Nachtsicht einschalte. Ansonsten kann ich die Kamera laufen lassen, wie ich will. Was ist, sind das für Geräusche? Ah, ich bin schon da, ja. So, hier, da wird der Schlüssel passen. Ja, der Pfeil markiert den Weg. Nee, ey, neue Bereiche machen immer super nervös. Ja, Kala Kolumna, die ist aber auch ein bisschen abgehärteter als hier. Oh, Scheiße. Da. Ey, der hat die Tür zugemacht. Ich dachte, der will mich umbringen. Ist die abgeschlossen oder kann ich jetzt da durch? Ach Mann! Leute, lasst mich doch einfach hier rein. Ich suche schon seit Stunden diesen verdammten Priester. Ja gut, April. April. Also wenn du die Ninja Turtles auf deiner Seite hast, dann hast du ja gar keine Probleme. Die würden hier auch in dem Bereich total aufräumen. Okay, also ich kann, wie es aussieht, mit dem Fahrstuhl fahren. Kann ich das überhaupt? Nee, kann ich nicht. Für den ist ein Schlüssel notwendig. Also werde ich durch... Wo war die Tür denn? Da, ne? Durch diese Tür müssen. Oh, das ist auch nicht die richtige Tür. Ja, das Spiel wäre super lustig, wenn es 5 Minuten dauern würde. Das wäre die Tür, ne? Oh, die Küche sieht annehmbarer aus, als die ich schon gesehen habe. In der Küche, wo ich schon war, habe ich nämlich diverse köstliche menschliche Zutaten hier gesehen. Also ein Torso mit dem Kopf immerhin noch dran. Bei dem Gedärme unten raushingen. Aber hier, ich meine, die Küche ist ja fast sauber dagegen. Was gibt's denn hier? Ist das Bohnen? Hm. Leckere Bohnen. Okay, ich sehe schon, dass ich dahin muss. Auf, das gefällt mir gar nicht. Gucken wir gleich mal. Schauen wir nochmal kurz in der Küche um. Ne, gibt's aber auch nichts. Außer Bohnen gibt's hier nichts. Hier gibt's ja nur Bohnen. Das ist der wahre Skandal. Ja, die Michael Bay Charaktere können, die Michael Bay Charaktere können wirklich die Charaktere hier sein. Aber hier, endlich habe ich eine Story. Die Insassen, die kriegen nur Bohnen. Skandal. Und Skorbut vor allem. Außer Boden nichts gefunden, genau. Ich meine, halbierte Leichen und so weiter, ja, schön gut, aber das mit den Bohnen, also wirklich. Der Typ, der sieht mir nicht ganz geheuer aus. Das sieht, der sieht aus, als wäre er verrückt geworden durch den Bohnenkonsum. Ich schleiche mich mal hier unter den Tischen durch. Ich finde das gut, dass bei Spielen, Filmen, Serien, Comics, was auch immer, also auf das Gewitter und die Dramaturgie und das dramatische Verständnis vor allem, das, da kann man sich immer drauf verlassen. Hier lang? Ist hier eine Batterie noch irgendwo? Ne. Der Typ, der macht auf jeden Fall Terz mit Sicherheit. So, wo kann ich denn hier lang überhaupt? Kann ich da hinten rechts rum vielleicht? Oder muss ich den... Ach, keiner hat Hosen an, verdammt nochmal!
Ach, da ist die Tür. Okay. Was haben Sie gefunden? Ich kann Ihnen sagen, was ich gefunden habe. Sehr viele Bohnen. Und ich kann Ihnen sagen, was ich nicht gefunden habe. Hosen. Scheiße, die Tür ist zu. Dann muss ich mich hier nochmal umsehen. Natürlich schlecht, weil ich jetzt gerade dabei bin, meine ganzen Batterien zu verbrauchen. Das ist die Tür, durch die ich kam. Die Tür da hinten rechts ist also zu. Ah, Moment. Muss ich da... Aha, okay, alles klar. Ich weiß, wo ich hin muss. Sag mal, spring da... Sag mal, willst du mich verarschen? Da... Ja, alles klar. Von der Seite komme ich hoch. Oh Mann, Videospiellogik. So, wo jetzt hin? Da, das sieht falsch aus. Das sieht richtig aus. Also es gilt, einen Schlüssel für den Aufzug zu finden. Da komme ich... Ne, da geht's nicht weiter. Hm. Muss ich doch da lang? Okay. Mal sehen. Also irgendwie sieht das nicht so aus, als ob mich das weiterbringen würde. Ich habe Angst, ihn anzuquatschen. Normalerweise wollen mich alle umbringen, die mich sehen. Außer dem Typen, der mir gesagt hat, wo ich den Schlüssel für die Kapelle oder für den zweiten Stock finde. Aber hier ist nichts drauf. Ah, warte mal. Kann es sein, dass ich den Typen rauslocken muss? Hm. Ich meine, gut, was das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich sterbe, ne? Guck nochmal eben hier in der Wand. Da ist aber... Ach, da ist auch noch eine Tür. Ich bin so dumm, ey. Warum? Was ist das hier für ein Weg, ey? Warum bin ich denn so verarscht, dass ich da lang muss? Wie... So, das sieht aber gut aus jetzt hier. Boah, Gott sei Dank sind die alle taub. So, einmal kurz gucken, ob es hier noch eine... Ne, hier liegt nichts. Hier liegt auch nichts. Jemini. Wir können vielleicht ein bisschen Pool spielen. Gucken wir gleich mal. Ich will einmal kurz hier noch an die... Das Bücherregal. Warum ist ja eigentlich hier... Es ist aber logistisch nicht so gut aufgestellt mit dem Bücherregal, oder? Hm. Lass mal gucken, ob hier auch keiner drin ist, ey. Warum jetzt jeder Mensch würde doch aus Instinkt sich irgendeine Waffe besorgen, oder? Jetzt hat man hier einen Billardkö zum Beispiel. Oh. So, irgendwas zur Verteidigung würde man ja wohl an sich nehmen. Atmosphärisches Gebet. Schon wieder diese atmosphärischen Störungen. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre, nur deutlicher. Ja, das war in meinem letzten Stream, dass ich die ganze Zeit anfange, auch irgendwelche Sachen zu hören. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. Was ich erstmal brauche, ist ein Schlüssel für den Aufzug. Hast du einen vielleicht? Oh Mann, dem geht's auch nicht gut. Guck aber trotzdem mal, ob der... Ne, der hat keinen Schlüssel. Sonst ist hier auch nichts, ne, in dem Raum. Aha, haha. Moment, da ist nämlich doch was. Ob ich da irgendwo rein kann? Nee.
alles zu aus. Mal kurz die Kamera runter. Ne, da komme ich nicht rein. Aha. Oh, scheiße. Was ist denn mit... Der betet aber auch, oder? Geh mal einfach da durch. Ja, die sind alle komplett in ihrer Trance. Boah, wie weit muss ich denn hier noch latschen, ey? Der ist zu, ne? Die Glastüren sind alle zu. Ne, ist eine Glastür. Dafür haben wir keine Schlüssel mehr. Ein Toilettenpapier ist auch aus. Ich habe hier noch kein... Ach nee, doch nicht. Guck mal da. Gerade wollte ich sagen, ich habe noch gar kein Klo mit Toilettenpapier gesehen. Und schon werde ich Lügen gestraft. Da, hier gibt es aber keins. Sieht gut aus. Ja, wasch die Hände. Das wird noch viel bringen. Naja, gehen wir mal weiter. Muss ich erstmal alle Türen checken. Ob gleich irgendwann so eine Situation kommt, wo die alle gleichzeitig durchdrehen und ich vor denen weglaufen muss. Na, ich mich durch, das könnte durchaus passieren. Hat denn keiner von den Jungs noch eine Batterie über? Du? Nee. Ach, guck mal, hier sind doch Hosen. Warum ziehen die dann nicht an, wenn sie die Hosen haben? Ihr bunkert die Hosen also. Hm, okay. Da sollte man sich jetzt auch wieder erschrecken, ne? Oh, da ist das eine, da ist die eine, das eine Fenster offen. Der hat auch eine Hose. Komme ich da raus? Oh, da muss ich, glaube ich, gleich raus, oder? Oh, ich kann auch runterstürzen. Das wollen wir nicht. Okay, ich gehe mal erstmal nicht da lang. Weil normalerweise, wenn er da so irgendwo an diesen Balustraden lang balanciert, geht er in eine etwas andere Position. Das sah mir jetzt so aus, als ob ich da einfach mal in den Tod latschen könnte. Ey, das Kreuz, das sollte ich vielleicht auch mal mitnehmen. Gucken, was da in der Tasche drin ist. Da ist noch eine Akte, die nehmen wir erstmal. Warum hat der Typ eine Akte? Was ist so besonders an ihm? Puh. Was haben wir denn? Das Evangelium von Judas. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallrider. Ja, das ist so eine Art Geist, den habe ich schon einmal gesehen. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Ach Leute, ey. Da sehen wir mal wieder, was Religion so... Oh, fuck. Anrichten können. Da ist eine Batterie. Ja, damit. Oh, was ist das denn hier? Muss ich jetzt doch durch das offene Fenster da durch? Hier komme ich nicht hoch.
Wo war denn das? Hier war das noch nicht, ne? War das hier? Ja. Yep. Okay. Gutes Wetter haben wir übrigens auch. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo ich hin muss. Links oder rechts? Da ist ein offenes Fenster. Und das hier sieht so aus. Ne, da geht's nicht lang. Ne, alles klar, da ist auch eine Säule. Oder sowas in der Art. Dann gehen wir mal darüber. Ich warte nur auf den Moment, wo hier mal so die Balustrade einkracht und ich dann hier hänge. Nur auch wieder nur für einen Jumpscare. Schön beten. God hates sickness. Oh, da vorne ist die Chapel. Guck noch mal kurz hier. Ah, hier war die, diese Tür, die abgeschlossen war und der... Und das Bücherregal, wo ich gerade nicht vorbeikam. Okay. Puh. God hates money. Da stehen nur ein Kauderwelsch. Hallo, Junge? Was steht denn da? Och, du Scheiße. Aha! Das ist der erste Mann, der noch einen Penis übrig hat. Ansonsten haben die immer nur... Ah, ist das der eine Typ, der mich fressen wollte? Der sieht so aus. Ah, die waren auch zu zweit. Okay, Jungs. Ich gehe mal an euch vorbei. Film euch trotzdem, wenn das genehm ist. Ich bin immerhin Reporter. Ich bin Reporter. Lassen Sie mich durch. Das sieht mir noch ein bisschen hier nach Showdown aus, oder? Hat der Priester sich hier selber dran nageln lassen? Weil er eins werden will mit dem Wallrider? You alone shall escape the tower. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You watch. My resurrection. Die Tür ist zu. So gruselig ist das auch wieder nicht, aber danke, dass du da warst. Katzenvideos gehen auch. Ich kann meine Katzen ins Bild holen, wenn du möchtest. Ach, hör doch auf, ey. Der Aufzug bringt mich zum Hauptausgang. Okay. Aber wie komme ich jetzt zum... Ich guck ihn mir noch ein bisschen an, wie er verbrennt. Er wollte es so. Die beiden werden mich nicht durchlassen. Die lassen mich tatsächlich doch durch. Die Leidenschaften Vater Martin. Ich kann es nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Werden ihn bestimmt nicht vermissen. Ach was, wo er doch so ein netter Kerl ist. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Der dicke Typ hat bestimmt noch was dagegen. Also ich weiß nicht, was mit den beiden ist, aber das sind ziemlich sicher zwei, die mich in einem Ehrenkapitel umbringen wollten und sogar darüber diskutiert haben, auf welche Art und Weise sie mich umbringen wollen. Und das war sehr langsam. Aber gut, wenn sie mich jetzt durchlassen. Warte mal, kann ich da hinten durch? Nee, das ist zu, oder? Die Kamera runter. Ah, ich kann... Ahaha, sehr gut. Okidok.
Ja, dann gehe ich jetzt. Oh nein, nicht der Penner wieder, ey. Okay, kann ich um das Bett? Ja. Ich wusste ja, einer ist noch da, der mich aufhalten will. Der hat gar keinen Bock drauf, dass ich das Evangelium verbreite. War er an der falschen Tür? Hat er nicht gesehen, wo ich rein bin? Scheiße, ey. Ich wünschte, er würde jetzt einmal... Ich hätte die Tür tatsächlich nicht zuschlagen sollen. Es war aber so ein Impuls. Das ist aber das Dümmste, was ich gemacht habe. Ich hoffe, jetzt rüstet meine Tür ein. Scheißdreck, ey. Kommt er bestimmt zu mir. Da ist er. Ich muss jetzt irgendwie zum Aufzug kommen, ohne dass der Typ mir wieder die Kehle rausreißt. Wo ist er? Hat der es in den Raum rein, ne? Verflixt und zugenäht. Ja, da ist er. Okay. Okay, jetzt ihm hinterher. Boah, das war knapp. Huiuiuiui. Jetzt einfach immer schön ein bisschen weitergehen. Oh, da hat er mich fast gesehen. Das war richtig knapp. Ich gehe ja wohl... Das ist die richtige Richtung, oder? Ich will jetzt hier nach rechts gehen. Scheiße! Nach rechts gegangen? Das war richtig knapp. Hi. Scheiße, wo ist er hin? Ich muss dahin. Exit. Ach shit, er war schon... Dreck. Ja, mir geht's gut. Außer, dass ich hier gerade von so einem riesigen, komischen, dicken Typen verfolgt werde, der mir ins Leder will. Ich bin kurz vorm Ende, glaube ich. Aber ja, ansonsten geht's mir gut. Nein! Nein, ey. Ach, das soll ich vielleicht nicht machen. Ich sehe nichts. Da ist doch so ein Bett. Sowas kann ich gebrauchen, ja.
Oh, ja, danke für deinen Follow. Schön, dass du bei uns bist. Vielleicht schaffe ich es ja auch noch lebend hier raus. Dann kannst du mich nochmal irgendwann beim Spielen sehen. So, wo ist Exit? Da, ey, bin ich schon so nah davor? Aber wo ist er? Oh, ich sehe nichts, ey. Es ist, ich kann nicht mal sehen. Och Mann, jetzt sehe ich nicht mal, ob er da gerade an meinem Raum vorbeigeht oder nicht. Ja, das ist ja. Geh mal aus dem Bett raus. Oh, okay. Ich gehe nochmal runter. Geh doch unter das Bett, Mann! Danke. Daumen drücken kann ich jetzt gut gebrauchen. Ey, oh, ich glaube, er ist bei mir im Raum. Hoffentlich sieht er nicht, wie meine Füße jetzt in der Bett rausbaumeln. Okay. Nein! Wo muss ich hin? Das ist so unfair. Scheiße. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. So. Die Tür müsste offen sein. Da kann ich nicht rüber, oder was? So, jetzt kommen wir eilig mal hier. Ich bin doch schon fast da. Wenn er jetzt hier hinter steht, ne? Da ist der Aufzug. Benutzt den Aufzug! Okay, aber man sollte nicht zu früh durchatmen bei solchen Spielen, oder? Kann das sein? Dass man eher sagen sollte, sobald man den Abspann sieht, sollte man durchatmen. Och, was ist das? Wie weit fährt er jetzt runter? Och, jetzt fährt er noch nicht in den Keller, oder? Ich will hier raus. Ey, wenn ich schon diese Scheiße lese, finde einen anderen Weg nach draußen. Wie wär's, wenn du einen anderen Weg finden wirst? Okay, ich, ich dachte, ich hab's jetzt, ey. Was zum Geier ist denn das hier, bitte? Boah, das ist ja geil mit Nachtsicht. Boah. Ah, mach mal aus, ey. Das ist schlimm. Ja, willkommen im Keller. Da bin ich auf jeden Fall genau richtig. Da wollte ich auch gar nicht hin. Hm, okay. Hier waren schon andere Leute vor mir. So, was habe ich für eine Notiz gemacht? Blut. So, unter dem Berg. Scheiße, scheiße, scheiße. Das schreibt er so aus. Er ist wieder bei Ritter der Kokosnuss. Hä, wenn jemand stirbt, schreibt er dich noch in die Wand. So, wer auch immer meine Leiche findet, er ist sehr optimistisch. Er ist wie ich auf jeden Fall. Trauen Sie keinem und sagen Sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das behaupten nur Verrückte. Ich glaube, es behaupten alle, oder? Also auch nicht Verrückte behaupten, dass sie nicht verrückt sind. Ja, Ritter, guck, das ist mal super auf jeden Fall. Aber ich bin zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt. Ich habe eine Kamera voller Beweise. Ja, 4 Stunden habe ich da drauf. Viel Spaß beim Schneiden. Das ist kein Evangelium. Es ist ein absurder Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass das Murkoffs Fehler ist. Begraben Sie diese Bastarde mit meiner verstümmelten Leiche. Ah, jetzt ist es für ihn persönlich geworden. Okay, dann gucken wir mal. ja. Das Bein gehört das noch da? Nee, der hat noch beide Beine. Guck mal, das Bein gehört woanders hin. Wir puzzeln uns einfach in eigenen Menschen zusammen. Okay, da kann ich rein. Aber das ist dunkel, da wollen wir nicht hin.
Ach, scheiße. Das hier ist eine Sackgasse. Hat hier ein Mortal Kombat Turnier stattgefunden? Kann das sein? Da ist noch eine Akte. Hier noch eine Batterie vielleicht? Ne? Dann nehmen wir uns die Akte. Der Stolz des Wissens. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernick. Frankenstein oder der moderne Prometheus. Von Mary Shelley, 1818 anonym veröffentlicht. Kapitel 23, Auszug. O Mensch, so rief ich. Wie verblendet verharrst du doch in deinen Weisheitsdunkel. Genug, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zorn entbrannt und aufgewühlt stürzte ich von dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignete Schritte nachzusinnen. Das ist genau das, was mein Charakter jetzt auch gerne machen würde. Aber wir wissen nicht, wo lang. Gut, wir nehmen diesen Weg. Die Zahl soll 3 und nur 3 sein. Die 5 scheint völlig aus. Wenn dann die Nummer 3. Welches ist die dritte Nummer von vorne erreicht ist? Ja, was man auf jeden Fall hier auch sagen könnte, wäre der Schlusspunkt. Jeder, der sich schuldig macht in meinen Augen, soll sehen, was er davon hat. Und ja, dieser Mann hat es auf jeden Fall gesehen. Achso, jetzt kommt der Part auch noch. Jeder, der sich schuldig macht, in meinen Augen soll sehen, was er davon hat. Das ist der beste Satz aller Zeiten. So, was haben wir hier? Ist das, kann ich hier irgendwo durch? Ist alles zu, ne? Das ist zumindest etwas. Ich habe gerade nämlich keine Lust, mich durch irgendein... Ach, hier muss man wieder ziehen. Wobei, ich muss zugeben, dass das eigentlich eine Mechanik ist, die ich ganz interessant finde, dass man da wirklich darauf achten muss, ob die Türen nach innen oder außen aufgehen. Scheiße. Normalerweise sollten Menschen nicht so aussehen, oder? Was ist das hier eigentlich für ein Container? Morden Solos aus Mass Effect. Morin Solutions. Das klingt aber fast wie Morden Solos. Okay. Wie ich auch hier durchlatsche. Und hört mal. Das ist auf jeden Fall schon mehr als eine Pfütze. Ja, menschliche Anatomie, dafür brauche ich ja keine Röntgenbilder hier. Ich habe hier ja genug Fallbeispiele. So, hier zum Beispiel. Na gut, vielleicht bräuchte ich dazu noch ein Lehrbuch, um das alles richtig zuzuordnen. Auch im Waschbecken ist alles voll. Vor allem, es sieht aus, als ob der einfach explodiert wäre. Ach, da liegt noch eine Akte. Aber es sieht mir tatsächlich hier nach Ende aus. Obduktion nach dem Tod. Project Wallrider. Obduktionsbericht von den komischen Metthaufen, die da überliegen. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten der Murkoff Corporation zu entsprechen. Siehe Formular 4083. Jennifer Rowland ist die Autorin. Anmerkung. Meine 14. Autopsie eines Wallrider-Patienten. Aha. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihnen besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie bei menschlichen Wachstumshormonen. Aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde. Zweifle an meinem Urteilsvermögen. Werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen, der abgelehnt wird wahrscheinlich. Die psychologische Belastung, mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weitergehenden Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfachen mechanischen Antrieb zu verwenden. Ja, hätten sie mal auf dich gehört, liebe Jennifer. Den Rest lesen wir jetzt mal nicht durch. Wir wollen jetzt mal gucken, ob wir es tatsächlich irgendwann mal wirklich hier rausschaffen und in die Freiheit gelangen. Um die Story draußen zu verbreiten. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser
Protagonist kein gutes Ende nehmen wird. Ich weiß es nicht. Irgendwie, das ist das Spiel, was eigentlich ein großes Potenzial birgt, den Protagonisten kein Happy End zu geben. Aber das werden wir ja sehen. Sobald ihr irgendwas hinter mir seht, das ist ja so schlimm, wenn man sich wenn man sich hier Horrorfilme. Tageslicht! Es ist Tag! Das Beste, was hier passiert ist. Wenn man solche Spiele spielt, hat man ja die ganze Zeit ja, genau das Gefühl, dass irgendwas hinter einem ist. Danke, Björn. Super. Da lang oder da lang? Ich will hier lang, da komme ich raus. Geh erstmal hier rüber. Bestimmt ist das da vorne eine Sackgasse. Ne, da geht's auch nach links und rechts. Ich habe schon Torsos ohne Beine gesehen. Vielleicht sollte ich dahin zurückgehen, das hier mitnehmen und gucken, ob das passt. Okay, das ist... Ah, das ist nicht zu. Ja, ich glaube dir nie. Das ist echt fies, oder? Und das eine Mal hat mich das Alien wirklich umgebracht. Also hier gibt's nix. Ich werd da lang müssen. Ich gehe trotzdem kurz nochmal... Oh, ich dachte gerade, da steht einer, ey. Ist aber nur einer dieser Kanister. Ich gehe trotzdem nochmal zurück und guck mal eben, ob ich hier noch irgendwas looten kann. Eine Batterie, vor allem die Musik macht gerade so komische Anstalten, aufs Ende zuzugehen. Aber hier ist auch keine Batterie mehr. Nichts zum Looten, auch keine Dokumente. Einfach nur ein Raum, der mich... Ah, hier. Er macht noch Notizen. Gucken, was er sich da notiert hat. Die Formel. Das ist die morphogenetische Antrieb. Einige mathematische Zeilen, ein Algorithmus. Programmiert uns neu. Verwandelt uns in Albtraumfabriken. Uah. Einige wenige Zeilen auf einer Tafel. Ich brauche eine Säge und ein paar ungestörte Stunden mit der Leiche von Dr. Wernick. Bin ihm noch was schuldig. Ja, in Ordnung. Warum ist es da so hell und da hinten, wo ich lang muss, da ist wieder alles dunkel, ey. Scheiße, ey. Nein! Oh nein! Scheiße, das ist der Wallrider. Er will sich mit mir vereinen. Und scheinbar hat das keine besonders guten Konsequenzen auf die menschliche Gesundheit, wenn er das tut. Okay. Jetzt kommt er da raus und dann muss ich schnell... Wo ist er denn? Da ist er. Kann ich jetzt hier raus? Ne, da kann ich nicht hin. Ja, wo muss ich jetzt wohl hin? Oh, da ist er schon da! Hat er mich schon... Oh Gott. Ach du Scheiße. Okay, der ist ganz schön fix. Ich laufe zu der Formel, oder? Hier lang. Nee, das ist zu. Also nicht zur Formel. Nein! Ach, das gibt's doch gar nicht. Leute, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Ja, mach ihn fertig, endlich, endlich! Ah, okay, ich kann gerade nicht steuern, das ist eine Cutscene. Auch das Aktivieren der Nachtsicht mache ich nicht. Okay. Absolut leckeres Gulasch. Ah, endlich ist das... Ist der blöde Penner tot, der mich schon ein paar Mal umgebracht hat.
Oh. So, was hat er sich? Totes Soldaten. So stirbst du also. Von innen heraus in Stücke gerissen, dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Okay. Ich werde da lang müssen, ne? Aber hier war... Oder kann ich jetzt zum Exit wieder gehen? Ah, da ist bestimmt zu, oder? Ist der Alarm noch an? Ja, das wird... Oh, vielleicht soll ich mal... Ja, okay, alles klar, da geht's nicht lang. Das hatte ich befürchtet, aber ich wollte trotzdem einmal nachgucken gehen. Ich renne jetzt einfach die ganze Zeit. Okidoki. Im Moment sind ja die verschiedenen Wege. Ich meine, hier war ich ja jetzt überall schon drin, ne? Da muss ich ja jetzt nicht reingucken. Ich werde ja irgendwie den Alarm deaktivieren müssen. Das sind ja alles Labore. Hier wird ja irgendwo so eine Art Sicherheitsraum sein, oder? Das hier zum Beispiel, 002. Ah ja, okay. Da fühlt man sich doch direkt sicher, wenn man sieht, dass hier so... Ist das Dr. Wernick? Poor idiot. Okay, kann ich jetzt bitte gehen? Man könnte fast behaupten, es war geisteskrank anzunehmen, dass das funktionieren würde. Och, warum muss ich denn schon wieder so eine Scheiße machen? Ich bin nur ein Reporter. Finde Billy im Hauptlabor. Oh Gott. Steht da, was steht da? Engine Chambers. Ist da das Hauptlabor? Na. Fools, sagt er jetzt, ne? Okay, dann gehe ich mal hier lang. Das wird ja wohl der richtige Weg sein, hoffentlich. Ich will mir sein Geblubber da nicht mehr anhören. Freak. Ja, hier lang oder? Ah, nee, das ist der Weg, von dem ich gekommen bin. Okay. Also da vorne dann einmal rechts, ja? Da war, ja, da konnte ich gerade nicht reingehen, genau. Diese Türen waren alle zu. Ja, das sieht mir definitiv nach dem richtigen Weg aus. Verflixt, ey. Oh, das ist eine Tür zum Drücken. Oh ja, die Toiletten. Moment mal. Ach, das sind Duschen. Ha, wollte schon sagen. In Toiletten liegen ja nicht einfach so Beine rum, ne? Das ist ja nur ein Duschen der Fall. Der wollte mit Klamotten duschen. Kein Wunder, dass er umgebracht wurde. Ich dachte, da liegt schon wieder nur ein Bein rum. Nee, nee. Schon ganz der Körper.
Okay, hier ist nichts. Außer, naja, Innereien und Menschen von innen nach außen. Moment mal. Was ist das hier? Ist auch noch ein Raum. Ein Cola-Automaten. Cola und Gedärm. Kann man hier ziehen. Aber für... Warum gibt es ja eigentlich nur Cola? Da, Cola. Die haben nicht mal irgendwie eine Zitronenlimo oder so. Nur, die haben also nur Bohnen. Das hatten wir ja schon in der Küche gesehen. Es gibt nur Bohnen und es gibt auch nur Cola. Kein Wunder, dass die Leute verrückt geworden sind. Puh, ja. Der Pfeil zeigt eher in diese Richtung, ne? Wir gehen mal hier hin und gucken uns das mal an hier. Ist hier auch Cola drin? Nein. Ne, das ist definitiv nicht richtig. Das ist kein Blut, aber ein Stuhl. Ja, das stimmt, ey. Don't dead, open inside. Ja, aber das hast du falsch aufgeschrieben. Ja, ich... Ey, was... Ey, ich hab doch kurz nicht hingeguckt. Ja, lauf, danke. Muss ich das alles nochmal machen? Das hat der Charakter das ja nie gemacht. Nee. Was ist hier eigentlich drin? Ja, hier ist die Küche. Also. Toll, also da gibt es nur Bohnen und Cola und so sehen die Küchen aus. Also da werde ich auf jeden Fall noch was zu berichten haben. Ja, du wolltest mich warten, genau. So, die Frage ist, okay, da vorne kommt jetzt diese Kreatur, wie auch immer. Werde ich mich hier, kann ich mich hier irgendwo verstecken? Nee, ne? Nee. Ich bin jetzt noch nicht sicher, wo ich jetzt abhauen soll am besten. Oder renne ich einfach mal komplett da durch, da hinten hin. Ach, ich renne auf ihn zu, geil. Nein, lass mich in Ruhe! Oh. Okay, sobald er mich hat, ist er auf jeden Fall vorbei. Oh, das ist so stressig, ey. Kann es nicht ein bisschen weniger stressig sein? Warum sind das nicht kleine Häschen, die mich hier attackieren? Wo wir wieder bei Ritter der Kokosnuss wären. Ich muss bestimmt direkt nach rechts laufen. Hier hin. Da kann ich da drauf drücken. Hier steht Active. Also hier komme ich nicht durch. Dann muss ich hier wahrscheinlich einfach direkt durchrennen. Nein, da ist er! Oh, ich habe die Tür von der falschen Seite zugemacht, okay. Oh, scheiße. Ach, verdammt nochmal, ey. Ja, ey, der hat echt eine Klaut lang gemacht, ne? Okay, also geradeaus durch. Wo komme ich denn hier durch, sag mal? Da. Nein, da ist er! Ey, wie unfair war das denn jetzt? Das ist ja super unfair jetzt gewesen. Jetzt muss alles auf Kamera aufgefangen werden. Kann ich hier nach rechts laufen eigentlich?
So, kann ich hier irgendwo durch? Gucken wir mal. Ja, hier gibt es keinen Schacht oder so, ne? Ne. Hier gäbe es einen, aber... Ah! Aha, okay. Also wenn er hier kommt, kann ich da hochspringen und da durch? Wo ist er? Ja, das hat ja echt geholfen, ey. Okay, ich glaube, den Schacht werde ich nicht mal vernachlässigen. Da wäre er gewesen, ey. Ja, fuck, ey. Ist gar nicht mal so leicht. Ich dachte jetzt gerade, als ich den Schacht gesehen habe, dass ich auf der anderen Seite dieser Tür hier... Ach, jetzt kommt er von vorne. Ey, wie soll ich das denn antizipieren, von wo der kommt? Das ist ja voll scheiße. Das war jetzt für mich der logische Schluss, dass ich hier einmal durch... Das ist doch kacke, ey. Mach die Tür auf, du Vogel, ey. Mal gucken, ob er mir jetzt wieder von vorne entgegenkommt. Das würde mich nicht wundern, ey. Ja, da guckst du doof, ne? Da kommst du nämlich nicht rein. Das ist nämlich die Spezialtür. Oh, das ist ja traurig. Arschloch. Ja, wo lang? Oh, kann ich mich nicht durchzwängen? Okay. Also da lang. Ich sehe schon. Du kommst nicht in die Gaskabine. Moment, ja! Ich sehe schon kommen, dass ich dass das gleich noch ein paar Mal passiert mit diesem blöden Typen. Entschuldigen Sie, lassen Sie bitte die Akte los, ja? Sie haben nicht die die Gehaltsklasse, um sich diese Akten anzuschauen. Nur ich darf das. Gucken wir uns das nochmal an hier. Götter und Monster. Hinweis an alle persönlich vom fachärztlichen Berater MM008. Rudolf Wernick. Verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten von Ihrem Glauben abbringen. Alle fühlenden Wesen in dieser Technologie sind uns so weit überlegen, dass Illusionen von Gottesfurcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigungen, sodass es ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung. Vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Ja, das ist ja zum Glück auf jeden Fall. Das wäre echt blöd gewesen, wenn er ein Bürokrat gewesen wäre. Restricted Area Authorized Personnel Only. Das bin ich, oder? Die meinen doch mich damit. Ich liebe solche Tore, die sich von selber öffnen. Ach du Schande, ey. Wieder noch ein Science-Fiction-Spiel raus. Ne, es gibt leider keine Map in dem Spiel. Da hat Alien Isolation diesem Spiel einiges voraus. Wernicks Maschine, der Assembler, die Zulaufkammern, die Vorläufermoleküle, vage Erinnerungen an Artikel über Nanotechnologie, die ich online gelesen habe. Wahrscheinlich betrunken. Er ist Reporter, wahrscheinlich ist er immer betrunken. Wahrscheinlich abgelenkt. Nicht ansatzweise ausreichend, um zu wissen, wie ich sie zerstören kann. Aber Billy ist der Mittelpunkt. Finde ihn, töte ihn, setze allem ein Ende. Okay, das kann ich. Ja, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Das ist tatsächlich wahr. Ich habe noch nie Outlast gespielt. Und ich habe das letzte Spiel, was ich eben hier auch im Stream beendet habe, war vor einem Monat oder so.
Oder etwas länger wird es jetzt her sein, anderthalb Alien Isolation, was ich vorher auch noch nie gespielt habe. Ich finde, das ist ein besseres Gimmick, wenn man hier schon mal so online spielt. Dann ist es doch auch cooler, wenn ich das zum ersten Mal gespielt habe und ihr meine dummen Reaktionen auf die ganzen Situationen sehen könnt. Dreh das Ventil für den Nährflüssigkeitsbehälter zu. Das wird mich auch sofort killen. Okay. Wahrscheinlich geht das aber nicht so leicht. Ne? Was guckst du denn da für schöne Filme? Ja, danke. So. Der Krankenakte nach müsste Billy 23 Jahre alt sein. Er sieht aus, als hätte er mindestens 50 harte Jahre hinter sich. Der Schmerz hat sich tief bei ihm eingegraben. Dich zu töten wäre ein Akt großer Güte. Ja. Oh je. Das sieht wirklich nicht gut aus. Ich werde es wahrscheinlich nicht einfach hier zudrehen können, ne? Kann ich hier dran? Nein, kann ich auch nicht. Dann gucken wir mal, ob ich hier an diese Gerätschaft kann. Aber ja, ich habe ja in meiner Notiz gerade schon gelesen. Ich habe keinerlei Ahnung von solchen Geräten. Oh, was ist denn hier passiert? Die Kammer hatte ein bisschen Unterdruck. Ja, das echt. Vor allem den ganzen Tag vor der Glotze und hat hier direkt so Schläuche, die ihn mit Nährstoffen versorgen. Das ist doch mega gut. Können Sie mir nicht helfen? Nein, der hilft mir nicht. Vielleicht ist ja in einem der Schläuche sogar Salami-Pizza drin. Da sind Treppen, da werde ich wohl hin müssen. Ich kann hier nichts machen, direkt an den Schläuchen. Kann ich nicht, ne? Ne. Okay. Ja, genau, da musst du am besten nicht aufstehen. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Warum finde ich jetzt noch eine Batterie? Heißt das, dass ich ohne Scheiß gleich noch irgendwie ins Dunkle komme? Ich dachte, ich bin hier gleich am Ende. Da ist eine Tür. Oh, die ist zu. Guck mal, pinkeln ist doch noch easier, ey. Der ist doch da in so einem Flüssigkeitsbehälter drin. Okay, hier oben war nur eine Batterie. Sublab Generator. Ach, der zeigt aber doch hier hoch, ne? Ich guck mal, ob ich da noch irgendwas übersehen habe. Der lebt meinen Traum. Kann ich hier irgendwas... Nee... Die Schläuche, die hier lang kommen, die sind auch zu weit weg und die Tür ist zu. Hier am Computer kann ich auch nichts machen. Hier lag eine Batterie, die habe ich eingesammelt. Dann werde ich doch irgendwas unten machen müssen. Ich gehe in den Raum nochmal ab hier. Da, Liquid Nitrogen. Ich finde auch gut, dass ich Zuschauer habe hier. Oder einen, Singular, einen Zuschauer. Der guckt, ob eine dieser, dieser Kugeln für ihn frei ist. Ich verschaffe mal einen etwas weiteren Blick. Ja, da war ich ja gerade oben. Ja, Moment, was ist das denn da eigentlich? Ja, von Make Me Bad, ne? Aus dem Video meinst du, oder? Das Video von Make Me Bad könnte das hier sein. Das war doch auch in so einem Labor, in irgendwie so einem Eisberg oder sowas. Okay, ich muss das Notfallsystem einschalten. Ach, da ist noch eine Akte. Sehr gut. Gucken wir mal, wie mir das hilft.
Morphogenetischer Antrieb, Wartungsplan. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebs täglich überprüft werden. Da muss ich doch eigentlich nichts machen, außer die ganze Zeit hier zu warten. Irgendwann geht das Ding kaputt. Ja, schon ist das Problem gelöst. So, Lebenserhaltungssystem 1. Der angereicherte, oxygenierte Perfluorcarbon im Nährflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung durch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten zu großen Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen können. Lebenserhaltungssystem 2. Die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Fickt euch, ey! Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich bestätigt werden. Lebenserhaltungssystem 3. Im Falle eines Ausfalls der Lebenserhaltungssysteme 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Ja, finde ich, hört sich doch genau nach dem an, was ich vorhabe. Ich kann immer noch nichts daran machen. Wo laufen denn die Schläuche eigentlich hin? Und sowas passiert dann, wenn man, wenn die Techniker nicht mehr rechtzeitig kommen. Also hier kann ich aber auch nichts machen an dem Gerät. Mach das mal aus, das nervt gerade ein bisschen. Irgendwie habe ich es noch nicht so ganz gerafft, muss ich gestehen. Angereicherte, oxygenierte im Nährflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Ich muss irgendwie die Zufuhr unterbrechen, aber wo? Guck mal kurz, ob ich hier oben noch irgendwas machen kann. Ach, okay, hier ist jetzt alles zu, da komme ich nicht mehr da rein. Da vorne ist ja noch eine Tür. Da gehen wir jetzt mal hin. Live so. Ja, sehr gut. Das ist der richtige Weg. Das müssen wir wieder filmen. Hoffentlich kommt Billy mir jetzt in seiner Geistform nicht entgegen. Das wird ziemlich schlecht. So, was in der Notiz habe ich mir gemacht. Die dürfte mir helfen. Das ist die Lunge von Billy Hope, seine Leber, sein Lebenserhaltungssystem, eine Maschine in der Größe eines Fußballstadions, um einem Verrückten am Leben zu erhalten. Verdammt, alles muss zerstört werden. Er muss sterben. Das ist der hilfreiche Tipp, ja? Okay, alles muss zerstört werden. Gut zu wissen. Gut, hier unten... Nickes. Dann werde ich die... Boah, was ist denn hier wieder passiert, ey? Leute, Leute. Ach, der lebt nicht mehr, genau. So, das sieht doch aus, als wäre hier alles richtig. Da, ich nehme diesen Kugelschreiber. Ach, jetzt muss ich wieder hier die ganze Zeit Akten lesen, um zu wissen, wie ich das Ding kaputt mache. Gut, dass sie hier vergessen wurden. Kann ich nicht einfach eine Granate da reinschmeißen? Sowas gibt's hier wieder nicht, ne? Jetzt bräuchte ich doch ein paar Resident Evil-Situationen. So, was haben wir denn hier? Frankenstein oder der moderne Prometheus? Achso, okay, diesmal hat er einen anderen Auszug. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann. Und wie viel glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin er geboren ward. Und wie viel glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebte, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubt. Ja, das, dann helfen wir Billy doch jetzt mal. Aber hier kann ich sonst nichts machen, ne? Gucken wir mal, was da noch so... Da, ah, guck!
Da, das sieht gut aus hier. Das machen wir. Da, mal gucken, wie ihm das schmeckt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh oh. Weißt du, wo ich bin? Kommt er jetzt? Muss aufpassen, wenn er hier irgendwo lang schwebt. Der ist hier irgendwo. Ich muss wieder ins Hauptlabor, da kann er nicht rein, glaube ich, ne? Oder kommt er hier rein? Das sieht gerade alles so komisch neblig aus. Wo war er denn jetzt? Ah, fick dich, ey. Eieieiei. Okay, also nochmal das Ganze. Achso, habe ich das jetzt schon gemacht? Sieht so aus. Ich kann hier nichts mehr dran machen. Unterbreche die Stromversorgung. So, wie komme ich denn ins unterirdische Labor, sag mal? Steh mal auf wieder. Muss irgendwie ins unterirdische Labor. Aber wo ist das unterirdische Labor? Achso, das ist wahrscheinlich das, wo ich schon drin bin. Aber wo ist die Stromversorgung? So, haha, da kommst du nicht durch. So, ist das das, wo ich da meine Hand dran halten muss? Na, verdammt. Da ist vielleicht die Stromversorgung. Gucken wir mal. Das ist... Ach, guck mal hier, da. Die Tür war gerade noch nicht offen. Boah, geht's noch ein bisschen stressiger vielleicht? Ist auch gut, dass die Musik so entspannt ist. Das ist doch scheiße, ey. Ach, so, wo ist die verdammte Stromversorgung? Und dann muss ich den ganzen Weg wieder zurück und dann... Oh, nee. Also für mich wäre das jetzt schon vorbei, weil ich könnte hier nicht den ganzen Weg drauf jetten. Achten. Ey, jetzt hat er mich. Ich bin doch die ganze Zeit gerannt. Och. Boah. Jetzt kann ich wenigstens einmal kurz durchatmen. Das ist ja... Nee, das kann wirklich lange nicht mehr durchgehen. Okay. Gut. So, sehr gut. Da war er. Da war er direkt neben mir. Ey, ist er jetzt echt vor mir? Ey, Leute. Ey, ich bin nicht einmal stehen geblieben. Ah, Dreck. Kann ich auch mit der Kamera überspringen? Ah, Tatsache. Der Typ ist eisenhart. So, diesmal habe ich mich nicht umgedreht. Jetzt müsste ich aber da hinkommen. So, jetzt bin ich wieder sicher vor ihm, ja? Für 2 Minuten. Ey, der Geist cheatet herbe, ey. Ja, der hat mich... Ich glaube, der hat dich eingeholt. Ach ja, danke, ey. Boah, ich hasse diesen scheiß Billy-Geist. So. Boah, noch eine scheiß Akte hier, ey. Ist das jetzt wieder nur irgendein dummer Auszug aus Mary Shelleys Frankenstein? Frankenstein? Was haben wir denn hier?
Fortsetzungserlaubnis. Anbei finden Sie das Formular der Fortsetzungserlaubnis für Patient William Hope. Warum? Hätten Sie das Formular nicht gegeben, dann hätten wir dieses ganze Problem nicht. Aus dem Merkur-Wohltätigkeitspsychiatrie-Programm im Mount Massive Hospital in Colorado. Wie lang ist der Satz? Das Formular ist Standard und alle wichtigen Zeilen sind unterschrieben. Anscheinend weiß Billy nichts von dem Herzstillstand, der vor kurzem bei seiner Mutter herbeigeführt wurde. Frankenstein, die Frankenstein-Bears, ne? Er nimmt an einem Experiment teil, der seiner Mutter die Kosten grundlos zurückzahlen und ihrer Kirche eine Spinne zukommen lassen möchte. Ja, danke. Ihr seid alles Arschlöcher, das habe ich inzwischen auch herausgefunden. Schande, okay. Okay, jetzt muss ich wieder zurückkommen. Zumindest weiß ich, wo das ist. Jetzt begebe ich mich nur direkt wieder in Gefahr, ne? Der wird hier wahrscheinlich wieder direkt gleich auf mich warten. Dieser gewiefte kleine Halunke. Er hat mich gefangen. Lass mich doch runter. Wow. Ich habe kurz überlegt, ist das jetzt eine Cutscene, so wie es scheinbar war? Oder ist es eine zu lange Todesanimation? So, schön beeilen, schön beeilen, schön beeilen. Schön filmen. Das muss alles drauf. Nein! Was ist hier los? Ah, jetzt verliert er noch ein paar Zähne. Jetzt verreckt doch endlich, ey. Also den Geräuschen des Protagonisten nach war das anscheinend schmerzhaft. Puh. Verlier bloß die Kamera nicht. Die Geschichte wird dir keiner glauben. Okay, das ist jetzt... Oh, das ist jetzt die Art, wie ich gehe. Wo soll ich hin? Versuche zu entkommen. Soll ich... Nee, da nicht. Wir gehen mal hier wieder raus, ne? Ja, das war richtig, weil jetzt agiert der Charakter wieder. Stell dich nicht so an, Junge. Lauf den Schmerz raus. Hatte ich nicht die Prognose, dass es gegebenenfalls nicht so gut für unseren Protagonisten enden wird? Komm, du schaffst es, Junge. So, also das zieht das Spiel nochmal ein bisschen in die Länge. Auf dem Rennknopf kann ich auch nichts machen. Ach, die Tür, ich muss noch bis dahin kommen. Und dann die 10 weiteren Türen. Ich sehe die Kamera übrigens nicht mehr. Bitte nicht schießen. Nein! Das Gefühl, dass seine Motivation, die Story jetzt noch herauszubringen,
dadurch hart geschwächt ist. Puh. Ja, Outlast 2 jetzt erst recht, genau. Nee, der zweite Teil heißt Outlaster. Der dritte Teil heißt jetzt Outlast 3 jetzt erst recht. Ja, das war dann also das Ende von Outlast. Also ich finde das Spiel richtig, richtig gut, wirklich. Ich weiß nicht, ob es am Ende ein bisschen zu sci-fi wurde, weil es eigentlich eher wirkte, als wäre es was Transzendentes. Ich finde es aber nicht schlecht. Ich fand den Twist okay. Ich finde das Ende an sich jetzt auch nicht so schlecht, aber es ist sehr abgehackt. Also ich hatte ja schon das Gefühl, dass der gegebenenfalls das nicht so gut ausgehen wird. Jetzt ist er natürlich so die Art Antagonist. Jetzt könnte ich mir vorstellen, das wird ein bisschen wie bei, ich weiß nicht, ob ihr Prototype mal gespielt habt. Ein ganz anderes Spiel, aber da ist im zweiten Teil der Protagonist, den man im ersten Teil gespielt hatte, dann der Antagonist und man spielt einen neuen Protagonisten. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt hier bei Outlast auch der Fall ist, dass man jetzt in der Fortsetzung jemanden spielt, der dem auf dem Grund geht, was hier mit dem Reporter, den ich gespielt habe, gerade passiert ist. Als hätten sie es an meinen zweiten Teil angelegt. Ich muss aber sagen, das ist wirklich das zweite Horrorspiel in Folge, das ich jetzt gespielt habe, das wirklich sehr, sehr gut ist. Also Outlast war, ich glaube, vom reinen Spielprinzip her und von den Mechaniken her, finde ich, ist Alien besser. Aber, boah, Alter, die Stimmung, die hier erzeugt wird und wo ich hier reingezogen wurde, boah, das fand ich tatsächlich hier nochmal eine Spur krasser als bei Alien Isolation. Also da muss ich sagen, ist Outlast echt mal wow. Echt sehr, sehr hart. Und also jetzt, klar, so die Gewalt, das ist, hat man ja schon 100 Mal gesehen, aber so diese Stimmungen, die erzeugt werden, dann gerade so mit dieser Mechanik, mit der Nachtsichtkamera, die man hatte, da haben sie auch zum Glück dran gedacht, dass man genug Batterien findet und der Frustfaktor nicht so hoch wird. Dass man, weil irgendwann wäre man ja nur noch genervt, wenn die Kamera aus ist und man nicht die Möglichkeit hätte. Also das, da haben sie eine gute Balance geschaffen. Vor allem habe ich es auch auf schwer gespielt und nicht auf normal. Und trotzdem hatte ich damit nicht so große Probleme. Die Probleme lagen eher dann daran, dass die KIs mich dann schneller umgebracht haben. Und was echt gut gemacht war. Also ich fand es wirklich gut. Das Ende muss ich jetzt gerade tatsächlich noch mal ein bisschen sacken lassen. Mal sehen. Aber tatsächlich bietet es sich ja auch an, Outlast direkt weiterzuspielen. Der Abspann ist vorbei. Ich will jetzt nur noch mal kurz gucken, ob danach noch irgendwas kommt. Ich schätze jetzt mal eigentlich nicht unbedingt, aber man weiß ja nicht, ob jetzt vielleicht noch so eine Art Epilog kommt. Nee, alles klar. Es gibt keinen Epilog. Das ist also das Ende. Ja, danke Fabian. Respekt an dich zurück für die Sachen, die du schon gamerisch geschafft hast. Ja, ich spiele halt Horrorspiele. Ich muss mal gucken, ob ich dann jetzt tatsächlich schaue, was das Outlast-Universum noch für mich parat hält. Ich finde ganz gut, dass ich es jetzt durch habe und jetzt nicht irgendwie noch mittendrin aufgehört habe. Das war jetzt ein ganz guter Lauf noch für heute. Damit verabschiede ich mich für heute Abend auf jeden Fall. Ich bedanke mich, dass ihr jetzt noch bis kurz vor 11 da wart und dass ihr mir jetzt auch beim Durchspielen zugeschaut habt. Mir hat es jetzt auch sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich natürlich wesentlich sicherer gefühlt mit euch an meiner Seite. Und dann sehen wir uns hoffentlich sehr bald wieder. Ja, gute Nacht euch allen und ich wünsche euch alles Gute. Bis demnächst. Ciao.